Kivox. Herzlich willkommen zu einem weiteren Kivox-Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Blitzschutz. Für das Thema Blitzschutz haben wir hier uns in der Kivox-Software in unserer Projektübersicht ein Thema angelegt namens Blitzstraße 25. Wir gehen in das Projekt herein und sehen hier direkt auf der linken Seite unsere Gebäudestruktur, die wir angeben können, genauso wie hier auf der rechten Seite in Form einer PDF-Datei unseren Plan, den wir uns also widmen können. Um den Blitzschutz festzustellen, beziehungsweise während der Montage eines Daches oder während Bauarbeiten ganz einfach, dass wir einen Mangel feststellen, brauchen wir also erstmal das Bauteil Blitzschutz. Dafür gehen wir durch den Kivox-Katalog, ziehen den uns hier in den Plan hinein und dann ploppt hier unser Bauteilkatalog auf, sofort mit der Kategorie Blitzschutz und auch den Bezeichnungen, die wir jetzt also vergeben können. Wir möchten sagen, wir vergeben hier eine Ableitung, weil diese Ableitung mangelhaft ist, kommen hier weiter ins technische Detail. Das heißt, wir können hier uns unsere Eigenschaften angeben, genauso wie unsere Prüfungen, Wartungs- und Kontrolltermine verlegen. Das Ganze speichern und so generiert uns Kivox hier auf unserem Dach unser Blitzschutz. Um den Mangel zu erfassen, sagen wir hier ganz einfach auf dem Reiter Erfassen, dass wir uns hier der Mangelerfassung widmen möchten. Wir ändern hier oben den Typ in Mangel und können hier ganz einfach und effizient schnell mit Textbaustein unseren Mangel angeben. Ableitung ist mangelhaft befestigt, das heißt, ich habe hier direkt meine Beschreibung mit hinterlegt, meine Maßnahme ist direkt mit hinterlegt und meine weiteren Parameter in Form von Gefährdung, Richtlinie und Kostenstelle kann ich hier ebenfalls bestimmen. Für diesen Mangel nehmen wir hier unter der Zuständigkeit den Betreiber in die Pflicht, dass der dieses abzuarbeiten hat bzw. abzustellen hat und können dazu auch noch direkt ein Foto hinterlegen. Entweder live über unsere Kamera oder wir gehen hier ganz einfach in unsere Daten herein und können hier uns ein Bild herausnehmen. Wir können nun hier in unserem Foto sagen, okay, wir möchten das Ganze noch ein bisschen bearbeiten, dem Handwerker etwas zeigen, wo er denn hin muss, beziehungsweise was muss denn hier gemacht werden. Das heißt, mit so einem kleinen Kringel können wir genau anzeigen, wo denn unser Mangel ist. Das Ganze speichern wir, den Mangel speichern wir und damit haben wir unsere Mangelerfassung schon fertig. Nun gehen wir hier also in den Faktor der Nacharbeit herein. Wir fahren ins Büro zurück und sagen jetzt, wir müssen ein Mangelprotokoll schreiben. Fotos sortieren, Fotos formatieren, Texte schreiben, Fristen setzen, all das steht jetzt also uns bevor. Wir machen das auch. Auf der linken Seite gehen wir dafür in unsere Einträge rein und müssen hier diese vier Mängel also nun in das Word-Protokoll hereinpacken. Das machen wir ganz einfach, indem wir sagen, Aktion ausgeben als Protokoll. Hier öffnet sich Kivox dann verschiedene Vorlagen, die Sie auch von unserer Seite aus mitbekommen. Hier kann ich jetzt also sagen, okay, was für ein Protokoll möchte ich denn gerne hier ausgeben? Ich gehe jetzt hier einmal auf unser Kurzprotokoll. Hier bekommen wir eine Vorlage raus mit schönen großen Fotos. Ich benenne das auch in Kurzbericht. Speichere das Ganze und somit generiert mir Kivox hier jetzt nun mein Word-Protokoll. Damit habe ich meine Nacharbeit abgeschlossen. Das Word-Protokoll öffnen. Sieht das Ganze dann so aus, dass ich hier ganz strukturiert oben meinen Firmennamen habe, hier auf der nächsten Seite meine Projektadresse und meine ganzen Mängel, die ich also aufgenommen habe. Schöne große Fotos, relativ wenig Text. Der Verantwortliche weiß auch Bescheid, beziehungsweise hier steht der Verantwortliche drin. Den Termin, bis wann das Ganze abzustellen ist, habe ich hier auch direkt mit hinterlegt und bin damit fertig. Wir gehen aus dem Protokoll heraus, gehen auf unsere Standorte zurück und das war das Thema Blitzschutz. Sie finden mich im Vertrieb, das war das Kivox-Video zum Thema Blitzschutz. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Kivox.